Okay, das Spiel speichert automatisch. Da habe ich jetzt meine Sachen. Natürlich sehr schwer. Hätte ich gerade schon so aus. Das habe ich jetzt so eingestellt. Sollte alles eins sein, alles sein. Steuerung ist, glaube ich, ziemlich egal. Ja, das passt schon, das passt schon. Automatisch speichern ist beim Permadeath jetzt eigentlich nicht so schlimm, weil wenn ich sterbe, bin ich sowieso weg. Und da kann ich durchleiden. Oh, ich bin gleich Level 3. Gut, gut, gut. Ausgezeichnet. Und kriege sogar noch Tipps. Ich werde mir ein bisschen was einstellen, noch schauen, ob ich die Loot hier ein bisschen besser stellen kann. Es ist Nacht. Das schaut gut aus in der Nacht so. Okay, lassen wir es. Dann gehen wir halt. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Richtung Gigatron Town. Ja, ich weiß den Namen noch immer nicht. Das schaut gut aus in der Nacht hier, ein bisschen heller. Ich werde vielleicht doch noch mit Loot rum experimentieren, dass ich mir einen Filter draufhauen kann. Ach, machen wir das gleich. Schauen wir mal, was wir rausbekommen, ob wir was Gutes rausbekommen. Farbkorrektur, Loot anwenden, durchsuchen. Oh nein, Original. Original ist doch keine Loot dann. Tilos Orange. Das gut am Tag ausschaut. Da schaut es gerade ziemlich gut aus, oder? Bisschen extrem, bisschen extrem. Bisschen extrem Loot anwenden. Ein bisschen mehr farbiger schaut es aus. 50 vielleicht. Schließen. Ja, lassen wir es in der Nacht mal so. Dann wie wir es am Tag dann ausschaut. Ein bisschen vorsichtig muss ich ja sein. Dass ich nicht wirklich sterbe. So ungefähr ist das Spiel hier nicht überhaupt im Offenen. Ach, Dr. Hoff, okay. Kann man meinen Dreck Ah, loswerden. willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Sicher kann ich was reparieren, aber umsonst ist er tot. Nee. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Er hat nicht viel Geld, der gute Doc. Schlangenoutfit. Overall, overall. Overall. Darf ich mir einen zur Sicherheit noch behalten? Da haben wir ziemlich viele davon, die kann ich loswerden. Dann habe ich schon mal guten Platz. Lesebrille weg damit. Okay. Baseballgewehr. Luftgewehr. Was hat denn das noch schnell für Munition? Ha, ich sehe sie. Luftgewehr weg damit. Waffen, Baseballschläger, Polizeiknüppel haben wir auch unendlich viele. So viel Geld hat der gute Doc nicht mal. Bring Messer, das mochte ich zwar, aber ausnahmsweise kann ich mich davon trennen. Ausnahmsweise. Irgendwas, was ich hier nicht brauche. Ich werde so viel wie möglich das Verkaufen auf Episode machen. Oh, nein. Baseballhandschuhe. Passt schon. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Tschüss, passen Sie auf sich auf. Das schaut gut aus bei mir in der Nacht. Im Spiel ist es richtig dunkel gerade. Ich sehe rein gar nichts. Okay.
Stockholm sehe ich. Auch das Stockholm-Syndrom. Ich sollte vielleicht nachgoogeln, was das heißt, bevor ich das sage. Aber in der Nacht schaut diese Loot gut aus. Gibt mehr Blaue. Schauen wir mal, dass wir. Oh, Hickey. Bitte, bitte helfen Sie mir. Ich brauche Wasser. Ich sterbe. Das ist Megaton. Was ist Nee. los mit Ihnen? Haben Sie in einem Loch gelebt oder was? Megaton kennt doch jeder. Die haben genug Wasser da drin, aber sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Ah. Ja, schon verstanden. Jeder ist sich selbst der Nächste. Klar, lassen Sie mich. Immer hereinspaziert. Einen angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Okay. Willkommen in Mix. Oh. Ich werde wahrscheinlich so viel an den Loots und Farbkorrekturen herumexperimentieren. Noch ein Hey Cowboy. Mein Name ist Lucas Sims. Ich bin der Sheriff der Stadt. Und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Willkommen in Megaton. Sie sind eher der ruhige Typ, was? Gut. Könnte Ihnen dabei helfen, keinen Ärger zu bekommen. Hoffe, Sie sind kein Spinner. Davon gibt's schon genug. Gott, hoffentlich sind Sie keiner von diesen ruhigen Psychopathen. Also, kann ich sonst noch was für Sie tun? Wo ist die Schweigeoption? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Unsere Klinik ist unten am Krater, bei der Bombe. Doc Church ist ein wenig grob, aber der Mann hat Talent und zeigt Einsatz. Gehen Sie zu Moira in den Craterside-Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen, stellt wohl aber auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Ah, verdammt, Moira. Ah. Gerne. Was haben Sie auf dem Herzen? Was gibt's da zu reden? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Wir schwimmen hier nicht gerade im Geld. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Ich muss das in der richtigen Reihenfolge tun. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick, so einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Es heißt nicht umsonst Ödland, aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt Rivet City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Viel Glück und seien Sie vorsichtig bei der Bombe. Muss das in der richtigen Reihenfolge tun, das mit der Bombe? Verdammt, ist das dunkel hier draußen. Hopp, Lucas Simons Haus.
Gehen wir mal runter zuerst. Hui. Wer bist du denn? Ja. Keine Martha. Ah, was kann ich das jetzt schon machen? Nein, Mist. Ich merke es mir. Ist auch eine Mission. Er kommt mit den Wolken. Food. Und jedes Auge soll mit seinem Namen erblinden. Ich glaube 25 brauche ich aber. Weil jedes wir mal noch soll ertaucht. Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen! Willkommen in Megatone! Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit! Ja, was möchten Sie wissen? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Oh. Obwohl sie die Wahrheit kennen, verspotten sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Gerne doch. Oh boy. Leuchtenden Schrittes voran. Wir finden andere Leute zu reden. Hallo. Ja. Ich habe gehört, dass sich im Westen Raiders sammeln. Ob sie wohl einen Angriff planen? Siehe! Meine Güte! Er kommt mit Wenn den Wolken! Höre, und jedes Auge los, soll mit seinem Ruhm erblinden. Ich weiß, dass ich sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn sie Hunger haben, sind sie hier genau richtig. Was darf sein? Hab nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Einige Leute hassen diesen Ort. Was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Wir sind immer da, wenn Not am Mann ist. Lasset die Männer. Oh, Jericho. Wie geht's, Chris? Ach nee. Noch so ein Ödland-Hornochse. Hören Sie, ich mag Sie nicht. Halten Sie sich von mir fern. Dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Was? Wohin soll ich zurückkehren? Das habe ich alles hinter mir gelassen. Da draußen gibt es nur Böses. Töten, Stehlen, Gewalt. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, also irgendwie vermisse ich es manchmal. Es ist ein freies Leben, finde ich. Ach, ich bin ein verbrauchter alter Raider. Welches Team würde mich schon aufnehmen? Diese Bübchen haben doch überhaupt keinen Respekt. Nimm's mir nicht krumm, Kindchen, aber du bist nicht gerade der Typ, mit dem ich normalerweise unterwegs bin. Ich habe von ihnen gehört, kleines Musterkind aus der Vault. Ich glaube kaum, dass wir zueinander passen. Nee, mir gefällt's hier recht gut. Ich habe zwar einige gute Erinnerungen, aber mehr auch nicht. Sinnlos, gute Erinnerungen zu zerstören. Was ich darüber weiß, geht sie rein gar nichts an. Hm. Nun ja, das habe ich nicht erwartet. Sie sind eine rauflustige kleine Vaultflasche, was? Vielleicht lag ich falsch. Sie sind okay.
Was wollten Sie wissen? Ich werde dazu nichts weiter sagen. Das hat gerade keinen Sinn ergeben. Ich? Ich tue gar nichts. Naja, mal abgesehen davon, dass ich ständig bis Oberkante Unterkiefer voll bin und Moriarty reich mache. In der Stadt bin ich auf jeden Fall der beste Gewehrschütze. Darum kommen alle zum alten Jericho, wenn die Raiders auftauchen. Aber zwischen den Angriffen begnügen sie sich damit, mein Geld zu nehmen und mich nach Hause zu schleppen, wenn ich einen zu viel hatte. Etwas Geld für ein paar Drinks könnten meine Lippen ein wenig lösen. Versuchen wir es mal. Sehen Sie, was passiert. Nein, danke. Sie sind dran. Ich bin hier, nur für den Fall. Ja, ich hole mir dich später wahrscheinlich. Oh, der ist nicht gratis. Schauen wir mal, wie es drinnen ausschaut, die Loot. Nein, nein, nein. Was zum Teufel war das denn gerade? Ich weiß irgendwo, habe ich gute Lufts noch. Lokale, Mist. Oh. Wo waren meine guten Lufts? Mist, keine guten Lufts. Black and White. Oh boy. Okay. Dann halt nicht. Dann lassen wir es dabei so. Nein, ich will mehr Farbe. Verdammt. Ja. Ich hätte mir einfach eine Mod runterladen sollen. Ach, goddammit. Das stellt mich nicht zufrieden. Okay, lassen wir es so. Das schaut irgendwie falsch aus, oder? Ja, verdammt. Ich glaube, ich noch andere Boots müssen noch finden. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich, wie das geht. So circa. Versuchen wir es mal. 0 von 5. Oh, ich habe nicht mal das Wort gesehen. Ich kann es nicht mehr lesen von hier. Peril? Morge. 1 von 5. Und dann... Marys. Nein, nicht mit dem am Anfang. Diese Pastelsäder. Ich sehe das nicht mal gescheit, das sehe ich auf meinem Bildschirm besser fast alles. Da schaut es farbenfroh aus, wenn dann. Hier. Das ist mal gut. Das war nicht mit dem. Ja, ich sehe es auf meinem Bildschirm besser. Search. Nein, gar nicht. Kann was mit W probieren, da gibt es auch mehrere. White. Das ist was mit W. White, Worth. White wires. Worse. What's that? Wait. Level erhöht. Ganz wichtig. Okay. Sicherheit machen wir Sprengstoff auf 30. Reparieren dann weiter. Okay. Ich brauche ein bisschen reparieren. Dieb 2. Dietrich und Schleichen kann ich weiter leveln. Warum nicht? Das wird mir vielleicht noch nützlich sein. Nimm die Waffe weg, du Idiot.
Ups, Karma verloren. Wind. Mit Dauerkisten. Kann ich da schlafen drin? Nein, Mist. Ich brauch fast ein Bett. Oder eine Wasserquelle. An die Star. Schlafen Bett. Hey, was ab, Bro? Okay, schaut farblich doch nicht so schlecht aus. Ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Jenny und Leo überzeugen könnte. Die Stadt ist ein Loch. Eine Sackgasse. Warum ich bleibe? Nun, dieses Loch verschafft mir Geld. Moriarty pinkelt in sein Gesöff. Der verrückte Bastard denkt, das ist lustig. Außerdem gibt's da nur Halsabschneider. Hier ist es viel sicherer. Hey, vielleicht sollte ich das aufs Eingangsschild schreiben. Die Brass Lantern. Sauberer, sicherer und wahrscheinlich keine Pisse in den Drinks. Wissen Sie was? Sie haben recht. Wahrscheinlich sehe ich wie ein Wegweiser aus. Wohin möchten Sie? Gerne. Ich habe nichts zu tun. Jo. Was auch immer. Gute Nacht, Andy. Gute Nacht. Okay. Das Spiel ist alt. Wasser. So viel Radioactivity. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Nein. Das Wasser des Leuchtens. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Oh, nehmen wir diese Seite zuerst. Da ist noch ein Doktor. Okay, das schaut nicht so schlecht aus farblich jetzt. Das ist okay. Okay ist es. Von Dark, damit ich dann noch. War da nichts zum Stehlen? Wirklich? Schwach. Nicht so zurückgehalten. Gute Arbeit. Doc? Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Regel Nummer 1. Stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Befolgen Sie meine Regeln. Dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Lass doch das selber. Ich bin der Arzt der Stadt. Was aufgeschnitten ist, nähe ich zu. Was infiziert ist, schneide ich ab. Ein Arzt spricht nicht über seine Patienten. Jedenfalls nicht mit Fremden. Netter Versuch. Wenn Sie wirklich über eine medizinische Ausbildung verfügen würden, könnten wir darüber reden. Wollen Sie nach draußen gehen und sich abknallen lassen? Nein. Nein, Mann. Ich will nur was verkaufen. Okay, Baseball, Stange, Zigaretten. Sehr medizinisch notwendig. Notwendig. Gutes Deutsch, Patrick. Der Bastardes, das kann ich weghauen. 10 Milli Polizeiknüppel. Ja, das wird wahrscheinlich zu viel sein für ihn. Das ist eindeutig zu viel. Passt schon, einen Korken hat er noch. Sind Sie fertig? Gut. Was ist denn diese Option? Großartig, noch ein Junkie. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, dies ist eine Klinik, kein Süßigkeitenladen. Und ich muss arbeiten. Ich fürchte, diese Frage verstößt gegen die ärztliche Schweigepflicht. Tut mir leid. So nicht. Netter Versuch.
Versuchen Sie, sich nicht zu verletzen. Ist nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Er steht direkt neben mir. Mist. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Jetzt muss ich in den Nebenraum gehen, Doc. Okay, ein anderes Mal. Dann glaube ich hier ein anderes Mal. Megatown, das erste Mal durchgehen. Ist ein bisschen kompliziert, weil es irgendwie wie im Schrott aufgebaut ist. Das ist eine Schrottstadt. Eine Schrottstadt. Das ist das Safe? Nein, ich kann mich an das erinnern. Ha, sieh mal an! Frisches Blut! Haben Sie schon mal von der Enklave gehört? Dem letzten Überrest der guten alten USA? Ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich halte sie für einen Patrioten. Und alle guten Patrioten werden ihre Waffen für die Enklave einsetzen. Bald sind sie hier, dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Aufhören zu reden, das kannst du für mich tun. Gott schütze dich. Ich bin untauglich, Nathan. Ich bin kein Patriot, sorry, Bro. Megaton-Siedler. Ja, ich bin untauglich gewesen. Was ich das so sagt. Ich weiß nicht, wird in Deutschland wahrscheinlich eher das gleiche sein als in Österreich. Irgendwie habe ich es geschafft. Wasseraufbereitungslage. Schaut farblich auch okay aus. Fünf Red. Da ist doch jemand, den ich eine Quest kauen kann, oder? Hüttentür. Versteckt. Nicht wert. Versteckt. Dieses Spiel ohne Stehlen durchzuspielen wäre mal eine fette Nuzlocke-Challenge, hey Bro. Verdammt. Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Und ich heiße Patrick Stahl. Aber wir sind nicht verwandt, doch. Verdammt. Jeder hat die gleichen Fragen. Moriarty denkt, er hat das Kommando. Aber Lucas Sims ist das Gesetz hier. Und das weiß auch jeder. Ich mache gar nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht Sie eigentlich gar nichts an, oder? Das gleiche hier. Okay. Weiter Chunkin Leo. Chunkin. Das ist Englisch, Patrick. Und Deutsch. Hauptsächlich Deutsch. Geh weiter Bunny hoppen. Und hoffentlich keinen Fallschaden kassieren, der mich killt. Es gibt irgendwo eine Quest für. Ihr wisst schon, wen das Mädel Moira, wo man sich Schaden zufügen muss und dann zu ihr zurückkommt. Und das macht man am besten, indem man wo runterhupft. Ja, und dann Schaden nimmt. Da gibt es auch nichts Interessantes in der Herrentoilette, oder? Aber das werde ich nicht machen können. Weil die Gefahr zu hoch ist, dass ich sterbe. Und wenn ich sterbe, ist halt alles vorbei. Und das brauche ich nicht. Das brauche ich ganz und gar nicht. Moriarty Sloan. Und hier ist Moira, oder? Billy Creel is not my son. He's just a lover. And she thinks I am the one. Billy Creel is not my son. Mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist.
Gorb, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Warum funktionierst du nicht? Hallo? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Oh, du magst es auf die harte Tour, ja? Tja, das kostet extra. Verschwinde. Such deinen Papa woanders. Du weißt das. Hey, Baby. Was brauchst du? Antworten. Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es zwei aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so. Ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Okay. Ich spüre schon, wenn meine Stimme aufgibt. Ein Gesprächsversuch vielleicht noch. Nein, das ist in der nächsten Folge. Gehen wir noch schnell raus aus dem Salon zum Schnellspeichern. Denn genau so funktioniert das Spiel. Wenn man darf, schnell speichern und irgendwann mal die Loot anpassen, dass alles passt. Jo.